Hallo, hier ist wieder Möbel Knapstein. Wir laden Sie am kommenden Samstag, 5. September 2015, zum Auftakt unserer Feiern zum 20-jährigen Jubiläum in Remscheid ein. Es erwarten Sie viele Attraktionen. Ich habe hier einen wunderschönen Falken auf dem Arm, Carsten Schosser von der Falknerei Bergischland bei mir. Was für einen habe ich denn hier bei mir? Ein Sarko-Falke. Ein wunderschönes Tier. Wir haben ja vor 3 Jahren darüber berichtet, über den Brand, über das Feuer, wo ja fast alles zerstört worden ist. Was musste alles gemacht werden zum Wiederaufbau? Komplett erstmal Abriss und dann wieder Neuaufbau. Bauanträge, alles komplett. Wie war es für Sie in der Zwischenzeit, auch mit den Tieren? Um die Tiere konnten wir uns sehr gut kümmern, aber privat also eben so wegzustecken, hat schon ein bisschen gedauert. Und wenn man das sieht, hier den Neuanfang heute mit dem Tag der offenen Tür, das Interesse der Leute, freut Sie das nach der vielen Arbeit der letzten Jahre? Ja, klar. Und was ist das Besondere heute am Tag der offenen Tür? Was können die Leute hier alles sehen? Ja, da ist ja eine Einweihung auch der Flughalle, die wir extra konzipiert haben für schlechtes Wetter. Da ja Wuppertal-Remscheid bekannt für Regenlöcher und wir auch sehr viel Kundschaft haben, Besucher vom Niederrhein, von Dortmund, Bochum, von überall. Und dann kommen die hin, es regnet, keine Flugverführung, 3 Stunden Fahrt hin und zurück und dann keine Flugverführung. Und da haben wir gesagt, okay, wenn wir jetzt bauen, bauen wir wetterfest. Und das hoffe ich, das haben wir damit erreicht. Wird schon guter Zuspruch, ist schon da. Und ja, wir sind halt gewappnet wie für heute. Es stand extra dick auf die Plakate, auch in der Werbung, auch bei Regen. Jetzt ist natürlich, jetzt haben sie was, jetzt regnet es nicht. Ich meine, ist natürlich auch schöner. Aber das ist halt für die Schlechtwettertage. Wann können denn die Leute bei Ihnen normalerweise vorbeischauen? Jede ganze Woche, außer Montags, Ruhetag, immer 15 Uhr und Sonnenfeiertags 11 und 15 Uhr. Dankeschön für dieses Gespräch. Also die Möglichkeit hier bei der Falknerei Bergischland vorbeizuschauen und diese wunderschönen Tiere auch mal in Aktion zu sehen.